Hallo, meine Lieben, da bin ich. Ja. Zuerst einmal für diejenigen, die nicht auf Facebook sind und mir nicht auf Facebook folgen. Der Grund, dass jetzt eine ganze Woche lang keine Videos kamen, war einfach der. Ich hatte ja, glaube ich, im Video letzten Montag erwähnt, dass mein Schatz sich erkältet hatte. Und ja, was soll ich sagen, er hat es geschafft, mich anzustecken und deswegen lag ich auch etwas flach. Man hört es vielleicht noch, ein kleines bisschen ist auch noch übrig bei mir, aber auf jeden Fall geht es uns beiden jetzt auch wieder besser. Mein Schatz ist auch wieder zur Arbeit heute und deshalb, habe ich gedacht, kann ich auch endlich mal wieder mit Videos anfangen. An diesem Montag zuerst einmal ein fröhliches chinesisches und koreanisches Neujahr für euch. Das ist nämlich heute. Wusste ich bisher eigentlich auch noch nicht. Ich habe zwar davon gehört, aber wusste immer nicht, wie sich dieses Datum eigentlich errechnet. Und es ist immer der zweite Neumond nach der Wintersonnenwende. Und das ist heute. Also ein frohes neues Jahr im chinesischen und koreanischen Kalender. Und ich habe gedacht, da ich ein bisschen aufzuholen habe, wird das ja auch wieder so ein kleines Quasselvideo. Es gibt auch ein paar Unboxings in diesem Video, weil ein bisschen was gekommen ist. Und ein paar Sachen, ich habe sie extra noch nicht ausgepackt. Also ich habe extra gewartet, bis ich mich wieder vor die Kamera setzen kann. Und zuerst noch was zum Thema Pretty Cure. Ich habe jetzt inzwischen die letzte Folge von Go Princess auch gesehen. Ich weiß, dass schon die erste Folge von Maho Tsukai Pretty Cure der neuen Staffel gelaufen ist. Ich habe sie allerdings noch nicht gesehen, weil es noch keine Fansub, also noch keine vernünftig untertitelte Fansub-Version gibt. Es kommen dann ja immer welche die raus, die dann am nächsten Tag schon irgendwie übersetzt sind, aber von denen halte ich mich eigentlich immer fern, weil die in der Regel eigentlich ziemlich mies sind, weil sie einfach viel zu schnell gemacht sind. Und deshalb warte ich einfach noch ein bisschen, bis ich mir das angucken kann. Aber zur letzten Folge, ich fand, dass das ein sehr schöner Abschluss war für eine sehr, sehr schöne Pretty Cure Staffel. Also Go Princess fand ich richtig, richtig genial. Also ist definitiv eine der besten Pretty Cure Staffeln, meiner Meinung nach. Und was ich schön fand, war, ist, dass es eigentlich auch so ein bisschen so einen harmonischen Abschluss gegeben hat. Also der letzte Kampf geht quasi noch weiter, aber es gibt quasi so eine Übereinkunft. Also wenn Cure Flora sagt, okay, wo Träume sind, kommt Verzweiflung halt auch immer hinterher, aber das ist halt eben so und es muss sich irgendwie halt miteinander die Balance halten quasi. Und das Hope Kingdom ist wiederbelebt, alle seine Einwohner sind wieder zurück und was ich auch besonders schön finde, ist, es gibt quasi einen Abschluss. Also die ganzen Items, also die Keys, die Princess Perfumes, die ganzen Waffen sind jetzt alle im Hope Kingdom und ruhen dort quasi so lange, bis sie halt wieder für die nächste Generation von Princess Pretty Cures gebraucht werden. Und das fand ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Abschluss. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie gut Maho Tsukai Pretty Cure dann sein wird. Gestern liefen ja auf Animax Folge 3 und 4 von Sailor Moon Crystal, wieder in der deutschen Synchro. Und ich muss sagen, ich habe immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, mich an Amis Stimme zu gewöhnen. Also, ich kann das nicht so genau beschreiben. Es klingt manchmal ein bisschen zu kindlich irgendwie bei ihr. Und ich weiß nicht, so ein bisschen zu doll mit verstellter Stimme. Und ich glaube, wenn ihre Sprecherin einfach ein bisschen in normalerer Tonlage sprechen würde, dann würde das für Ami, glaube ich, auch besser passen. Rafe fand ich eigentlich sehr gut gewählt. Die vier Prinzen eigentlich auch. Und ich muss jetzt auch sagen, jetzt nach Folge 3 und 4 habe ich mich persönlich an Lunas Stimme und auch an die Stimme von Mamoru eigentlich sehr sehr gewöhnt, also finde ich da nichts Schlimmes bei. Und vor allen Dingen Mamoru, musste ich sagen, klang in diesen beiden Folgen auch nicht mehr ganz so schlimm arrogant wie noch in Folge 1 jetzt zum Beispiel. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und war in dieser Beziehung
Noch irgendetwas? Denk, denk, denk. Nee, ich glaube nicht. Okay, und ja, dann gehen wir mal weiter mit den Unboxings. Das erste ist ein kleiner Brief quasi aus USA. Und boah, da gehen wir nochmal mit dem Cutter bei. Oh. So. Und das ist halt, ja, nichts besonders Aufwendiges und nichts besonders Aufregendes. Naja, wie man es nimmt. Und zwar ist es eine weitere Fotokarte für meine Sammlung. Und zwar ist es Hyunsongs Witch Fotokarte. Und wie gesagt, die habe ich von der eBay-Verkäuferin aus USA. Und ja, das ist schon mal das Erste. Dann das Zweite ist auch wieder was K-Pop-mäßiges. Aber das habe ich tatsächlich von einem Versand aus Deutschland bestellt über den Marketplace von Amazon. Warum gehen diese Umschläge nie so auf, wie sie sollen? Oh. Und zwar ist es einmal das erste volle Album von Sisters. So cool. Und ja, ist auch noch komplett neu eingeschweißt und das Innere sieht interessant aus, aber ich glaube, davon werde ich dann nochmal eine detaillierte Review machen, damit das Video jetzt nicht hier wieder ellenlang wird. Also, so viel zu Sachen K-Pop. Und dann habe ich hier noch etwas von Amazon, das kam letzte Woche und das ist tatsächlich auch mal wieder was von Ever After High. Ha, wer hätte das gedacht? Ah. Und von der Größe des Kartons könnt ihr euch schon ahnen. Ja, es ist eine neue Puppe, es ist eine von den neuen Basics. Oh, und jetzt kommt natürlich die große Frage, oh, wer könnte es denn sein? Wer ist es? Oh, diese Werbezettel da drin. Oh. Und zwar ist es, ja, Rosabella Beauty, die Tochter von der Schönen und dem Biest. Und wow. Und ich muss sagen, ich finde, sie ist echt hübsch. Ich habe bei Amazon irgendwie ein paar Rezensionen gelesen, dass die Leute beschwert haben, sie hätte irgendwie so wenig Haar oder so. Aber, also, kann ich jetzt nicht so sagen. Vor allen Dingen ist es schön gelockt, also, das finde ich schon mal ganz schön. Und ja, Tagebuch ist auch mit dabei. Das ist ja quasi noch immer Version 2 von diesen Kartons. Ich glaube, die ganz neuen Basics sind jetzt in diesen ganz neuen Kartons drin. Und ich habe sie noch nicht persönlich in der Hand gehabt, aber ich habe schon ein paar Reviews mit denen gesehen. Und ich muss sagen, diese ganz neuen Kartons finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Und ich weiß auch nicht, warum Mattel das jetzt irgendwie notwendig fand, die Ever After High Verpackungen jetzt nochmal zu ändern. Also, keine Ahnung. Ah, wie dem auch sei. Ja, hier ist nochmal die Rückseite. Nochmal mit einem schönen Bild von Rosabella. Dann sind hier unten, glaube ich, nochmal Darling, Ginger und Fable. Die habe ich inzwischen schon alle. Und dann kann ich auch nochmal lesen, was steht denn hier hinten drauf. Leidenschaftlich, fortschrittlich und motivierend. Rosabella ist eine aktive Verfechterin von Veränderung. Was ist dein geheimer Herzenswunsch? Ich will beweisen, dass in jedem Biest Schönheit steckt. Wer sind deine allerbesten Märchenfreunde? Briar Beauty und Cerise Hood. Und ja, da muss ich allerdings auch sagen, also früher war das hier hinten die Texte auch noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Naja, wie dem auch sei. Was ich auch cool finde, ist, sie hat auch eine Brille dabei. Ich weiß nicht, ich habe was übrig für Charaktere, die halt auch mit Brille unterwegs sind. Und bisher haben wir da ja eigentlich nur Ginger und Dexter, wenn ich das gerade so richtig sehe. Ich gucke noch gerade zu meinem Regal rüber. Und Applewhite trägt ja eigentlich insgeheim auch eine Brille, nur immer dann, wenn sie keiner sieht. wie dem auch sei. Also zu Rosabella gibt es auf jeden Fall auch noch mal eine detaillierte Review natürlich. Also. Entschuldigung, aber mein Hals ist immer noch ein kleines bisschen belegt. Ich glaube, das hört ihr auch, aber ja, wie dem auch sei. Ich wollte mich auf jeden Fall bei euch zurückmelden und sagen, dass ich wieder auf dem Weg der Besserung bin und dass es diese Woche dann auch wieder mehr Videos gibt.
Es ist nur halt so, ich habe wirklich auch ein bisschen flach gelegen, so 2 Tage lang, wo ich echt fast nur auf dem Sofa oder im Bett irgendwie verbracht habe. Und da war ich echt auch nicht in der Verfassung, mich hier vor die Kamera zu setzen, weil das hätte sich, erstens wäre das nicht schön anzusehen gewesen und zweitens hätte ich mich auch furchtbar angehört. Also ich klinge ja jetzt noch ein bisschen verstimmt. Aber zu den Tagen, da habe ich mich echt angehört, als hätte ich eine Trompete verschluckt oder sowas. Also es war ganz, ganz schlimm. Ach, naja, wie dem auch sei. Das war jedenfalls von meinem Schatz und mir unsere gemeinsame Wintererkältung. Ich hoffe, das war die einzige diesen Winter. Und wir sind auf dem Weg der Besserung. Und ja, ihr könnt euch dann auf weitere Videos freuen. Und ja, noch etwas zu Mahoutsukai Pedicure. Ich hatte ja das Verwandlungs- und, ja, ich glaube, es ist diesmal kombiniert, Verwandlungs- und Angriffs-Item, nämlich diesen Zauberstab, schon vorbestellt. Und der ist tatsächlich auch schon erschienen und ist auch schon unterwegs. Also ist irgendwie heute losgeschickt worden aus Japan. Also der sollte dann in Kürze dann auch hier eintreffen. Und ich hoffe, dass ich die erste Folge bis dahin gesehen habe, damit ich auch weiß, was es mit dem Ding überhaupt auf sich hat. Und ja. Ansonsten, diesen Monat erscheint ja eigentlich auch noch der Heilige Gral von Proplica, aber ich glaube, das hatte ich auch schon erwähnt, den muss ich erstmal verschieben, weil das doch eine ganze Stange Geld ist und ich im Moment einfach auch ein bisschen Geld für andere Sachen halt ausgebe und deswegen muss der einfach ein bisschen warten. Aber ich sag mal so, er rennt ja nicht weg. Also ich werde ihn mir definitiv irgendwann nochmal kaufen. Und ja, das war es im Grunde auch schon von mir für heute. Und wie gesagt, in dieser Woche kommen dann auch wieder die regelmäßigen Videos für euch. Und darauf könnt ihr euch dann freuen. Und ich sag dann erstmal vielen Dank für euer geduldiges Warten. Vielen lieben Dank an alle Leute, die mir gute Besserung auf Facebook gewünscht haben. Auch im Namen von meinem Schatz. Also er bedankt sich auch unbekannterweise. Er ist nicht auf Facebook, aber ich habe ihm gesagt, dass einige von euch ihm auch gute Besserung gewünscht haben und hat sich sehr gefreut. Also, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut und bleibt vor allen Dingen gesund. Und fliegt nicht weg. Ich habe gehört, dass in manchen Teilen von Deutschland ein ganz schön heftiger Sturm irgendwie kommen soll oder schon unterwegs ist. Also, haltet euch gut fest und passt auf euch auf. Bis demnächst.